Wer poliert die Sonne blank? Wischt die Spinnweben vom Mond? Wer wiegt die kleinen Sterne in den Schlaf? Du hast mich schön nass gespritzt, Bobo. Es reicht, Zeit, da rauszukommen. Plansch, 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 plansch. Schluss mit dem Geplansche, du Wasserfloh. Ah, nein. Planschi-Flippo haben. Hier, bitte sehr. Danke, Baba Pink. Planschi-Flippo jetzt sauber. Ja. Du hast ihn schön sauber geplanscht und dich auch. Sieh mal, wie schmutzig du warst, Herr Sonne. Oh, danke, Baba Pink. Heute strahle ich ganz besonders hell. Komm, Wolkenpony. Wir haben noch sehr viel zu tun. Halte still, Wolkenpony. Da, alles weg. Ach, du lieber Himmel. Was ist mit euren Wolkenponys passiert? Naja, mein Wolkenpony ist ein bisschen schmutzig geworden. Mein Wolkenpony auch. Mein Wolkenpony ebenso. Mein Wolkenpony genauso. Was nun? Nicht so schlimm. Lasst uns den Dreck abwaschen. Hast du das gehört, Wolkenpony? Es ist Badezeit. Planschi-Flippo? Ja, Bobo. Sie brauchen alle ein Bad. Genauso wie du ein Bad gebraucht hast. Yeah! Planschi-Flippo! Aber wo ist eigentlich Fluffy? Wir brauchen dafür Regen. Fluffy! Fluffy, wo bist Komm, du? Fluffy! Hier bin ich doch. Fluffy, könntest du bitte hier reinregnen? Wir wollen für die Wolkenponys ein Bad einlassen. Na gut, ich versuche es. Vielen Dank, Fluffy. Also dann, Wolkenponys, wer will zuerst? Ich! Plansch, plansch, plansch! Oh, Bobo! Keine Angst, Wolkenponys. Es ist doch nur ganz normales Wasser. Auf geht's, Wolkenpony. Baden macht auch Spaß. Du auch, Wolkenpony. Es wird dir gefallen. Es gibt danach auch leckeres Heu für saubere Wolkenponys. Gutes Wolkenpony. So. Bin schon fertig. Gut so. Wer als Nächster? Aber immer nur eins. Planschi-Flippo, Planschi-Flippo. Du riechst aber fein, weißt du das? Sehr fein und sauber. Na, Baba Pink, stimmt was nicht? Ich wollte einen besonders leckeren Mondsteinkuchen für Frau Mond backen. Aber ich habe keine Mondsteine mehr gefunden. Ich glaube, ich kann dir vielleicht damit helfen. Ich habe heute Morgen etwas Mondstein auf einer Wolke gesehen. Ich gehe es für dich holen. Danke dir, Baba Blau. Ich bin bald zurück, Baba Pink. Hast du die Mondsteine mitgebracht? Also, die Sache ist die. Ich hatte sie. Aber dann habe ich sie verloren. Du hast sie verloren? Also kann ich den Kuchen für Frau Mond doch nicht backen.
Vielleicht finden wir die Mondsteine, wenn wir zusammen danach suchen. Zwei Wolkenkinder sind besser als eins. Gute Idee, Baba Pink. Ach du lieber Himmel, mein Wolkenpony ist noch ganz müde von der Wolkenjagd. Wir rufen den Wolkenzug zum Suchen. Komm mit. Hallo, Baba Gelb. Wir suchen gerade die verlorenen Mondsteine. Oh, ich verstehe. Ich habe die Mondsteine auf einer weißen Wolke abgelegt. Da, ich bin sicher, das ist sie. Nein, die ist es nicht. Denk mal nach, Papa Blau. Welche Form hatte sie? Sie war irgendwie flach. Genau wie die da. Wieder nichts. Wir beeilen uns lieber. Es sieht so aus, als würde ein Sturm aufkommen. Da ist sie. Es ist Dida. Und dieses Mal bin ich mir ganz sicher. Hurra! Auf geht's! Hast du sie schon gefunden, Baba Pink? Nein. Und du? Nein. Bist du dir sicher, dass du die Mondsteine auf dieser Wolke abgestellt hast? Baba Blau, das war wieder die falsche Wolke. Los, komm. Wir müssen die Mondsteine finden. Hä? Wo ist der Wolkenzug hin? Er ist bestimmt vom Wind vertrieben worden. Also kein Wolkenzug und keine Wolkenponys? Hilfe! Also du bist etwas Mondstein holen gegangen und hast es verloren. Jetzt sitzen wir hier fest und kommen einfach nicht mehr nach Hause. Halt, es ist nicht meine Schuld. Baba Pink? Ja? Es ist schon spät und wir müssen unsere Aufgaben noch erledigen, bevor es Nacht wird. Wie sollen wir denn das machen? Ich weiß nicht. Niemand wird uns in all diesen Wolken finden. Tut mir leid, Baba Pink. Lass uns zusammenhalten, dann kommen wir von hier bestimmt wieder weg. Du hast recht, Baba Blau. Lass uns einen Plan machen. Wie wäre es, wenn wir ein sehr lautes Geräusch machen? Niemand hört uns. Der Donner ist zu laut. Wir sollten ein Signal senden. Weißt du was? Wir könnten Teile von der weißen Wolke in die Luft schicken. Ja, jemand wird bestimmt das Signal zwischen den dunklen Wolken sehen. Sieh mal, was ist das da? Es sieht aus wie ein Signal. Komm mit, lass uns schnell nachsehen. Hey! Hier drüben! Sie haben uns gefunden. Wir haben gedacht, dass wir euch nie finden. Was ist denn passiert? Wir haben die verlorenen Mondsteine auf einer Wolke gesucht. Und der Wolkenzug ist vom Wind weggetrieben worden. Und so sind wir hier gestrandet. Mondsteine. Ja, ich bin sicher, dass ich vorhin irgendetwas gesehen habe. Gut, ich rufe den Wolkenzug und auf dem Heimweg können wir ja dann nachsehen. Schön, dass wir euch gefunden haben. Da drüben! Ich kann sie sehen. Die Wolke kommt auf uns zu. Habe sie. Danke, Baba Grün. Ich denke, ich habe immer noch genug Zeit, Frau Mond ihren leckeren Mondsteinkuchen zu backen. Wir haben etwas sehr Leckeres für dich, Frau Mond. Weil du für uns am Nachthimmel immer so wundervoll und hell scheinst. Oh, danke, Baba Pink.
Er ist absolut köstlich. Und so konnte Baba Pink doch noch ihren Mondscheinkuchen backen. Daraufhin ist Frau Mond, sagen wir mal, ein zweites Mal in der Nacht aufgegangen.